dann, Martina, kommen wir zu deinem Beitrag. Vielen Dank. Schon jetzt, ich helfe im Wechseln. So genau. Genau. Ich führe dich ein bisschen ein. Wir haben uns jetzt öfter gesehen, weil du gerade in der Masterclass warst am ISB und du hast bei uns die Ausbildung gemacht und bist viel unterwegs in der Welt gewesen, warst lange Jahre, 15 Jahre bei Lufthansa und hast, wenn ich es richtig verstanden habe, die Lufthansa-Basen an den verschiedenen Standorten geleitet, zum Beispiel in Singapur und Buenos Aires, also warst viel unterwegs und bist jetzt bei Daimler Truck im Inhouse Consulting, hast da die Verantwortung für die Leitung. Und wir sind sehr gespannt auf deinen Teil, auf deinen Beitrag, der heißt Selbstwirksamkeit und systemisches Denken und Handeln als zwei Grundsteine von New Leadership. Du hast gestern noch gesagt, du lebst ja einen Teil des Jahres in Spanien. 9 Uhr wäre jetzt in Spanien nicht unbedingt die Zeit für einen Vortrag, aber du nimmst es und vielleicht machen wir ja mal ein Open Innovation Suite Spanien und dann können wir die Zeit anpassen. Das hört sich super an. Also vielen Dank für deinen Beitrag, wir sind sehr gespannt. Du hast, glaube ich, wirklich viel Erfahrung auch im Management von komplexen Systemen und dem Leadership, was es dazu braucht. Und da freuen wir uns jetzt auf einen Einblick von dir in das, was du erlebst. Ja, danke. Dankeschön. Dann hole ich mir mal einen Schluck Wasser. Ja, als wir darüber gesprochen haben, zu dem Impuls, und dann kam irgendwann mal so Diskussion, wann denn erster oder zweiter Tag, hattest du dann gesagt, Thorsten, am zweiten Tag morgens, habe ich gedacht, zweiter Tag ist super, weil am ersten Tag, ne, man kennt die Leute noch nicht, man weiß gar nicht, wer ist das, wer ist da eigentlich, sind das jetzt alles Menschen mit systemischer Kompetenz oder nicht, sind da auch andere. Heute sehe ich das anders, weil gestern sind wir schon an ganz, ganz vielen Themen vorbeigekommen, die jetzt auf den Folien stehen. Also es gilt jetzt so ein bisschen Redundanz auszuhalten tatsächlich. Vielleicht kann ich es aber trotzdem noch ergänzen mit dem einen oder anderen. Oder vielleicht hilft es dann auch einfach nochmal im Warmwerden im Sinne von, stimmt, da war ja gestern was, könnte auch eine Möglichkeit sein. Also insofern gucken wir jetzt einfach mal da drauf. Viele Themen waren gestern schon da und laden vielleicht heute ein, sie dann nochmal zu vertiefen. Auf der anderen Seite habe ich wahrgenommen, dass gestern auch noch so ein bisschen das Bedürfnis war, Mensch, da ist wieder, das ist auch so komplex, wie trägt man das denn in die Organisation, das Manifest? Kann das denn auch irgendwie eine Leichtigkeit haben? Kann das denn auch irgendwie so locker daherkommen? Und was ich versucht habe, ist irgendwie so aus diesen vielen Jahren, wo ich in Führung sein durfte, musste, konnte, sollte, so für mich das Wesentliche, wo ich heute stehe, zumindest irgendwie rauszufiltern. Und Leadership hat sich so entwickelt. Also da gab es so diese Sturm- und Drangphase, da konnte man gar nicht schneller, weiter, höher, besser, die gab es. Dann gab es irgendwie so, Mensch, wann kann man den nächsten Karriereschritt machen und heute stehe ich woanders. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fokus darauf, warum ich auch heute darüber reden möchte. Und hat viel auch damit zu tun, wie ich Führungskräfte im Moment im Unternehmen erlebe, aber auch aus anderen Unternehmen, wie ich auch Coaches erlebe, die auf mich zukommen und Coaching suchen. Und insofern, alles das hat so ein bisschen diesen Fokus auf das Thema Selbstwirksamkeit getriggert. Und wir haben ja gestern schon gesagt, was ist eigentlich los? Es ist ein Wahnsinn an Themen, was geht hier eigentlich ab? In der Masterclass haben wir drauf geguckt, Thorsten, da ging es dann um Paradigmenwechsel, haben wir auch gesagt, was ist das eigentlich, welche Paradigmen wechseln sich denn da? Irgendwas passiert, irgendwie ist ganz viel Aufruhr da und was ist es denn eigentlich? Und all diese Themen sind wir gestern vorbeigekommen. Sei es Globalisierung eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich was Neues. KI ist vielleicht noch das Allerneueste, was da jetzt mit draufsteht. Dann der Begriff VUCA haben wir auch schon gehabt. VUCA fand ich ganz spannend. Vielleicht ist es nicht jedem bekannt. Weiß jemand, wann die erste E-Mail aus den USA an der Uni in Karlsruhe ankam? Hat das gerade jemand auf dem Schirm? 72 war ein bisschen später, aber gar nicht so schlecht. Also es ist echt schon eine Weile her. 84 war das, ja. Voll das Highlight, da kam aus den USA, zack, bumm, eine E-Mail in Karlsruhe an der Uni an. Der Begriff VUCA ist 87 entstanden. E-Mail ist irgendwie heute keine besondere Aufregung mehr. Also kriegen wir mehrere am Tag, schreiben wir mehrere am Tag und das ist jetzt nicht mehr so richtig das VUCA-Erlebnis. Und trotzdem reden wir immer noch über VUCA. Und dieser Begriff kommt interessanterweise, also entsteht 87 und kommt aus dem ganzen Kalten Krieg damals und hat mit der Kriegsführung zu tun. Und
ich fand das so spannend, dass er sich bis heute hält und dass es immer noch eine Herausforderung ist und wir immer noch von Luca reden. Also irgendwo so diese vielen Herausforderungen und Umbrüche, die so in einem diffusen Gefühl von, wie gehe ich das denn jetzt an? Und dann gebündelt mit der Aussage, es benötigt Transformation. Also wir haben ja ganz lange auch von Change gesprochen, da war es ganz wichtig, irgendwie Change zu begleiten. Heute reden wir viel mehr von Transformation. Change ist für mich immer so, es hat irgendwie einen Anfang und ein Ende. Wir gucken auf einen sehr konkreten Prozess, wir haben eine sehr konkrete Idee, wie soll das denn dann aussehen? Und Transformation ist ja eher so ein bisschen was Visionäres. Wo geht's denn hin? Was wird das denn? Ich weiß noch gar nicht, wie ich da rangehe. So richtig Anfang und Ende ist auch nicht. Also insofern, auch das hat sich verändert. Und jetzt ist so ein neuer Begriff mit reingekommen und der nennt sich Barney. Hat den auch schon mal jemand irgendwie, wie bekannt ist der Barney? Ein paar Nicken, ja? Schüttelt doch jemand den Kopf. Ja, danke, auch den Kopf schütteln. Super, also Barney ist eher jetzt so 2020er. Und steht für brittle, also so brüchig, dann das Thema Angst, anxious, dann das Thema nicht linear, non-linear, also das Systemische. Das heißt, wir können nicht mehr so klar von Ursache, Wirkung schließen. Und das Thema incomprehensible, das ist das Einzige, was sich da jetzt nicht so gut auf Deutsch übersetzen lässt, halt einfach unerklärlich, unverständlich. Und ich glaube, dass diese beiden Begriffe, ich möchte gar nicht sagen, der eine muss jetzt durch das andere ersetzt werden oder das eine hat keine Gültigkeit mehr dafür das andere. Aber ich glaube, wenn wir das so übereinander legen, dann ist das immer noch gültig. Und wenn wir uns dann nochmal vorstellen, wie lange das schon Gültigkeit hat, ist es interessant, dass wir tatsächlich immer wieder mit dem Thema New Leadership oder was braucht es jetzt kommen. Und das hatten wir ja gestern auch im Raum zu sagen, es ist was Kontinuierliches. Also Leadership entwickelt sich und Leadership entwickelt sich mit dem, was wir vorfinden. Es hat was mit dem Reifegrad in der Organisation zu tun. Es hat aber auch sehr stark mit der eigenen persönlichen Entwicklung, wo stehe ich gerade in meiner Reife, zu tun. Das ist so zumindest meine Conclusio. Und darum glaube ich, darf man da regelmäßig immer wieder drauf gucken. Und wir haben von Systemen gesprochen. Und jetzt gibt es in Systemen, und so eine Organisation ist ja ein System, gibt es Menschen, die haben eine Führungsrolle inne. Da haben sie sich mal drauf beworben, wenn es gut läuft, und haben sie bekommen. Und seitdem sind sie Führungskraft und werden für ganz viele Dinge angeguckt. Aber auch vieles anderes in Organisationen wirkt führend. Das Team, das ich leite, oder die Abteilung, die ich leite, wirkt auch wieder führend auf mich. Denn da gibt es Ansprüche, da gibt es ganz klare Themen, die mich dann auch wieder führen. Die Organisation in Gänze hat ganz viele Faktoren, die auch wieder führend wirken. Und das können so einfache Sachen sein wie Meetingstrukturen, Entscheidungsprozesse. Das können aber natürlich auch so Sachen sein wie Glaubenssätze oder Skripte, die irgendwo tief in der Organisation verankert sind. Und es ist ganz spannend, wie die entstehen. Ja, und da gucken wir vielleicht nachher nochmal so zum Schluss der Aussage drauf. Insofern führt hier irgendwie jedes System führt sich. Man selbst ist ein System. Es kann gar nicht schaden, wenn das alles irgendwie in Einklang ist, also Körper, Geist, alles, was dazugehört, um eben dann auch Wirksamkeit in anderen Systemen zu entwickeln oder entwickeln zu können. Und sich aber auch bewusst zu sein, was wirkt denn gerade von anderen Systemen auf mich wieder ein und da eben zu reflektieren. Darum ist mir dieser systemische Gedanke und sich bewusst zu sein, in welchem System bin ich gerade unterwegs und aber auch auf mein eigenes System zu gucken, das ist mir an der Stelle sehr wichtig. Jetzt haben wir gerade gesagt, dass auf Organisationen und nicht nur auf Organisationen, sondern wir erleben das natürlich alle auch in unserem täglichen Doing, in unserem täglichen Leben, dass da irgendwie ganz viel von der Umwelt auf uns einprasselt und sich irgendwie vieles bewegt. Und was nehmen wir denn im Moment eigentlich gerade wahr? Was ganz stark wahrnehmbar ist, ist das Thema Ohnmacht und Angst. Und was passiert dann? Wie zeigt sich das? Das zeigt sich, dass man eigentlich mit altbekannten Mustern oder Vorgehensweisen, die man hatte, versucht, diese neuen Probleme zu bewältigen. Dass man vielleicht in dem Nichtwissen, wie gehe ich denn jetzt damit um, mehr vom selben macht, was man bisher schon gemacht hat. Weil Ohnmacht und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, kann unter Umständen in so eine Art Aktionismus münden. Dann bin ich beschäftigt, dann ist mein Kalender voll. Das ist schon mal ganz gut. Dann muss ich mich vielleicht mit Dingen nicht auseinandersetzen, wo ich jetzt gar nicht so richtig, die für mich nicht greifbar sind, wo ich nicht weiß, wie komme ich denn da dran. Wir haben das Thema Fachwissen verliert an Relevanz.
Logisch, wenn so viel neu ist, wenn sich so viel ändert, und nehmen wir mal das Thema KI, wie viele von, nennen wir sie altgediegenen Führungskräften, sind denn jetzt wirklich mit diesen ganzen Themen KI schon so vertraut? Wo hat sich das denn wirklich schon so niedergelassen im täglichen Doing? Es ist einfach etwas sehr Neues und das stellt vor Herausforderungen. Und dann gucke ich vielleicht die Führungskraft nicht mehr an im Sinne von, ich brauche dein Fachwissen oder ich brauche deine Erfahrung, sondern ich gucke vielleicht auf andere Kriterien, die ich dann brauche von einer Führungskraft, um gut geführt zu werden, also im Sinne von, ich bin Konsument von Führung und dann auch wieder in Wirkung zu kommen. Es gab auch Zeiten, da war das Thema Fachkompetenz von höherer Bedeutung. Und ich bin mit einer Frage hingegangen und habe gesagt, sag mal, wie ist das denn? Und die Führungskraft konnte durch ihr Fachwissen natürlich auch glänzen und hat da auch ein Stück weit ihre Autorisierung drin gefunden. All das verschwindet oder nimmt zumindest ab. Thema Ambiguitätsdilemma und das ganze Paradoxe, was dahinter ist. Und ich glaube, da ist die größte Herausforderung tatsächlich, dass wir ja Menschen angucken, die in Organisationen groß geworden sind und die dort die Kultur, die Muster gelernt haben und damit auch erfolgreich sind. Und heute sollen sie aber die Transformation entsprechend führen. Heute sollen sie das einleiten. Und das finde ich eine sehr interessante Kombination, zu sagen, wir sind hier sozialisiert, wir wissen, wie dieses System funktioniert, wir waren da sehr erfolgreich, haben es deshalb auch bis zum Punkt X geschafft mit der Führungsrolle und jetzt aber bitte mal alles anders machen und transformieren. Und das aber bitte auch unter Berücksichtigung, dass das Operative ja nicht darunter leidet. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht nur Fokus auf Transformation, Fokus auf, wie muss sich Führung ändern, sondern bitte auch Fokus auf das operative Geschäft, dass da nichts hinten runterfällt. Und um uns noch mal kurz ins Bewusstsein zu rufen, nach was streben eigentlich diese ganzen Systeme? Und wir gucken noch mal vom ganz Kleinen, wir können anfangen irgendwo bei unserem eigenen Immunsystem, wir können ein bisschen größer gucken und sagen, mein System, ich selbst, mit Körper, Geist, Seele, was alles dazugehört. Wir können denken in Team, in Abteilung, wir können denken in ein System aus Führungskräften, ein System aus einer Leitungsebene. Wir können weiterdenken. Es geht immer um diese Wechselwirkungen. Und es geht immer darum, dass es was mit Stabilität zu tun hat. Und es geht immer darum, dass es was mit Sicherheit zu tun hat und mit Entwicklung. Und Stabilität und Sicherheit ist gerade nicht so einfach darzustellen und auch nicht einfach darzustellen, wenn ich transformieren will. Also das zu berücksichtigen, dass das die Bedürfnisse des Systems sind und interessanterweise auch unseres eigenen Systems, wenn wir wieder bei uns ansetzen, das bringt schon viel an Herausforderungen mit sich. Wo wäre es denn jetzt am einfachsten anzudocken, wenn wir uns nochmal diese Kreise vors geistige Auge rufen? Wo würde man dann am ehesten andocken können, wenn man sagt, ich will was verändern? Ja. Bei mir selbst, das ist mal der erste Weg. Und das ist tatsächlich das, wo ich heute, so wie ich das heute erlebe, so wie ich das heute sehe, so wie Menschen auf mich zukommen und sagen, da passiert so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, welchen Schritt soll ich denn zuerst gehen. Lass uns mal gucken bei dir, wo stehst du? Und dann das Thema der Verbundenheit. Und da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Alles hat irgendwie mit Verbundenheit zu tun und die Verbindung zu Menschen ist uns extrem wichtig und deshalb sind wir vermutlich auch Führungskraft geworden oder deshalb mögen Menschen auch führen, deshalb funktioniert eine Organisation. Und wenn ich dann Verbundenheit mit Menschen herstellen möchte, dann ist es doch eine logische Konsequenz, dass ich es erstmal schaffe, Verbundenheit mit mir selber herzustellen. Das könnte sinnvoll sein an der Stelle. Wir kennen das alle, wenn es uns nicht gut geht. Und ich hatte heute Morgen, ich gucke gerade in die Runde, hatte ich ein Gespräch, da hat jemand gesagt, ich liebe es, mit jemandem zusammenzuarbeiten, weil wenn es mir nicht gut geht, da bist du, dann kann derjenige das ergänzen. Und das ist es tatsächlich. Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht auf uns achten, dann leidet alles weiter darunter, auch die Führung. Aber diese Verbundenheit, die braucht Zeit und die braucht auch das Bewusstsein. Und wo passt das jetzt noch mal gleich in den Kalender rein, von der Meetingstruktur, von denen, die reinkommen, die Sekretariate vielleicht verwalten, wo das Operative brennt? Wie viel Zeit wird sich da genommen, diese Verbundenheit zu sich selber herzustellen und in nächster Konsequenz dann eben auch zu den Teams, zu den Menschen, zu den anderen Führungskreisen, zu den anderen Systemen herzustellen? Und wie wird das sichergestellt? Sich diesen Raum und Zeit zu nehmen
und den Fokus erstmal auf das Innere anstatt auf das Äußere zu legen, halte ich für eine große Herausforderung in Organisationen. Denn irgendwie scheint es leichter zu sein, den Fokus nach außen zu legen, auf das Operative, auf was läuft denn da im Marketing wieder nicht, weshalb geht denn unser KPI runter. Ja, Moment, da müssen wir mal in die Produktion schauen, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Das erscheint irgendwie leichter und willkommener in Organisationen, als den Fokus nach innen auf das eigene Reflektieren und auf das Reflektieren von Führung zu legen. Empathie kommt immer wieder. Wie soll ich denn mit Menschen empathisch umgehen, wenn ich mit mir selber nicht empathisch umgehen kann? Also wenn ich keine Selbstverbundenheit habe, um mit mir Empathie zu haben, um zu spüren, wie es mir geht, wie soll ich denn dann nach außen Empathie haben? Und es ist tatsächlich spannend, wie viele Menschen das sich selber spüren, verloren haben oder abgelegt haben. Oder es vielleicht ablegen, wenn sie, keine Ahnung, das Firmengelände betreten. Oder es vielleicht in anderen Situationen ablegen. Und das wieder herzustellen und da wieder ins Spüren zu kommen, halte ich für sehr, sehr wesentlich. Dann geht es natürlich auch um das Thema, aus sich selber heraus sich zu entwickeln. Entwicklung ist ganz interessant, wird immer so verstanden im Sinne von, wir buchen mal ein Seminar, da wird dann Wissen vermittelt, das ist Entwicklung. Aber was wäre denn, wenn man den Fokus erstmal auf die Entwicklung von sich selber legt, wenn man seine Gewohnheiten, seine Bedürfnisse sich bewusst macht, sich daraus entwickelt und so die Möglichkeit hat, auch in Selbstverantwortung zu gehen? Hatten wir gestern bei Nadine auch gehört, das Thema Selbstverantwortung. Wie kriege ich Menschen dazu, für etwas Verantwortung zu nehmen, übernehmen, aber vielleicht auch erstmal für sich. Vielleicht ist das der erste Schritt. Und dann zu sagen, jetzt geht's weiter mit der Verantwortung. Und zu guter Letzt, wir gestalten ja unser Leben selber. Und so wie wir auf unser Leben blicken und so wie wir auf das Umfeld blicken, so wird es sich auch ergeben letzten Endes. Und so erhalten wir auch wieder Rückkopplungen aus dem System. Also sich selber an der Stelle zu vernachlässigen, sich die Zeit nicht zu nehmen, hat einen riesengroßen Impact auf die ganzen anderen Systeme, mit denen ich umgeben bin. Wir haben das Leadership Manifest, da steht unwahrscheinlich viel drauf und das ist alles gut und alles richtig. Und ich habe jetzt einfach nochmal probiert, auf der nächsten Folie anhand dieser vier Begrifflichkeiten von Barney, also von brüchig, von dem Thema Angst, von nicht linear und von dem Thema unverständlich, zu sagen, was könnte es denn sein, was da helfen würde, einfach mit zwei kurzen Worten. Und wenn etwas so brüchig ist, dann hat das ja auch damit zu tun, dass es ganz schnell irgendwie zerrinnt, dass es keine Haltbarkeit hat. Wenn etwas keine Haltbarkeit hat und ständig zerrinnt, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass ich vielleicht den Sinn nicht entdecken kann. Also zu gucken, was machen wir und wann machen wir das und hat das schon genug Hand und Fuß und wir nehmen uns die Zeit, das zu besprechen, auszudiskutieren und Sinn zu generieren, hat was mit Belastbarkeit zu tun und auch mit Resilienz. Resilienz, glaube ich, brauche ich nicht erklären, aber Resilienz kann ich auch noch mal eine Ebene weiterdenken und sagen, nicht nur in der Führung kann ich Resilienz schaffen, sondern ich kann natürlich auch eine Organisation so aufsetzen, dass Resilienz entsteht, auch auf einer Kostenseite. Und wenn ich mir das ermögliche, hat das auch wieder einen Impact darauf, dass woanders Resilienz entstehen kann. Empathie und Achtsamkeit und natürlich auch das Thema Sicherheit, um Angst entgegenzutreten. Und Angst ist mehr da, glaube ich, als man sich bewusst macht. Es wird nur nicht drüber gesprochen. Wann kommt schon mal jemand aus einer Führungsebene, vielleicht sogar aus einer hohen Führungsebene, und sagt, ich habe Angst vor dem, was da gerade passiert? Und trotzdem bin ich sehr überzeugt davon, dass viel Angst da ist. Nur es wird nicht drüber geredet. Und dann die Empathie für sich und aber auch für sein Umfeld zu entwickeln und vielleicht auch mal wahrzunehmen, was könnte denn dahinter stecken, hinter dem Verhalten, was ich gerade sehe. Das nicht gleich zu bewerten, sondern zu sagen, vielleicht steckt da eine Unsicherheit und eine Angst dahinter. Und dann auch mit Achtsamkeit an die Themen ranzugehen. Und damit meine ich nicht die Achtsamkeit im Hamsterrad, weil das wird ja auch gerne gemacht. Ich plane mir 5 Minuten Achtsamkeit in den Kalender ein und in Wirklichkeit bin ich aber in einem absoluten Hamsterrad. Das wird nicht weiterhelfen. Auf das Thema nicht-linear, neben der Tatsache des systemischen Denkens, hat das ganz viel mit Kontext zu tun. In welchem Kontext bin ich gerade unterwegs in der Rolle, die ich habe als Führungskraft? Wie kann ich hier wirken? Was möchte ich bewirken? Was ich häufig erlebe, ist,
dieselben Muster, unabhängig vom Kontext. Es ist egal. So bin ich, so agiere ich, so habe ich das gelernt. Und es ist völlig egal, in welchem Kontext ich gerade unterwegs bin. Sich dessen bewusst zu machen, Zeit zu nehmen, vielleicht vor einem Meeting oder was auch immer es ist, und das zu hinterfragen und sich dort anzupassen, halte ich für sehr, sehr wesentlich an der Stelle. Und als letztes Transparenz und Intuition. Intuition scheint mir sehr abhanden gekommen zu sein. Vielleicht sogar, ach, das ist so irgendwie so ein Shishi, so, was ist denn das mit dieser Intuition? Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten, das muss schon irgendwie alles nachweisbar sein. Und wenn mir das noch nicht gefällt, was ich da sehe, dann lege ich halt nochmal eine Analyse drüber. Aber Intuition ist irgendwie nicht mehr so wirklich da. Ich fände es schön, wenn wieder mehr Intuition walten würde, weil die wir hier sitzen und viel dem oder mit dem ISB verbunden sind, wir wissen, wie mächtig die Intuition ist und sie findet eigentlich wenig Platz in Unternehmen. Und das Thema Transparenz und Transparenz vielleicht über, ich weiß es gerade nicht, mag ja auch passieren, oder einfach mal zu teilen und zu sagen, das ist der Stand, auch wenn es noch nicht ausgegoren ist. Das kann helfen. Das hat aber auch wieder was mit Machtverlust zu tun. Denn es gab ja auch Führungsstile oder Führungsverständnisse, wo das Thema Transparenz oder eben nicht transparent zu sein, Wissen für sich zu behalten, was mit Macht zu tun hat und mit Kompetenz. Und last but not least, es gibt ja diese berühmten Elefanten im Raum und die sind irgendwie ständig da. Und wir haben es gestern auch von Nadine gehört. Und diese Elefanten im Raum, wenn sie nicht angesprochen werden, wenn sie nicht ausdiskutiert werden, wenn sie nicht in den Dialog geführt werden, dann werden sie zum Maskottchen. Und das Maskottchen ist dann immer dabei. Und wenn das Maskottchen immer dabei ist, dann wandert es irgendwann in das Wappen von dem Unternehmen. Und darum ist eigentlich mein größter Wunsch Konfliktfähigkeit. Ich würde mir wünschen, dass Organisationen, und das darf man vielleicht sogar auch aufs Private übertragen, konfliktbereiter wären, Dinge anzusprechen und im guten Dialog auszudiskutieren. Und leider ist das Wort Konflikt, es ist so negativ konnotiert. Ja, wir haben den Ukraine-Konflikt und den Nahost-Konflikt. Und irgendwie setzt man das immer gleich mit Panzer und Sicherheitsweste und was ich nicht alles brauche. Aber vielleicht hat es was damit zu tun, für sich selber einzustehen. Vielleicht hat es was damit zu tun, Dinge so konstruktiv anzusprechen, dass sie einfach Platz finden und ausdiskutiert werden können und unterschiedliche Perspektiven da sind. Mir fällt kein anderes schönes Wort ein, was es irgendwie geschmeidiger macht, aber das wäre tatsächlich das, was ich mir von Organisationen wünschen würde, dass sie mehr bereit dazu sind, Elefanten im Raum anzusprechen, auszudiskutieren, bevor das zum Maskottchen und dann irgendwo in das Wappen wandert. Werden wir in Zukunft keine Führung mehr haben, weil alles wird irgendwie selbst organisiert und das braucht es gar nicht mehr? Ich glaube, Führung entsteht irgendwie automatisch. Selbst wenn ich selbst organisierte Teams und Gruppen zusammentue, irgendjemand übernimmt eine Führungsrolle. Irgendjemand geht da rein. Es ist wie Macht. Menschen treffen aufeinander und es entsteht Macht. Es ist wie Autorität. Es ist einfach ein Phänomen, was entsteht. Und darum glaube ich, dass Führung auch in Zukunft relevant sein wird, dass sie da sein wird. Aber ich glaube, sie wird sich massiv verändern. Sie wird anders gelebt werden. Und vielleicht wird auch das Bild, das Rollenverständnis oder das Bild, was ich habe, da ist jemand Führungskraft, vielleicht wird das auch was ein anderes sein. Und nicht mehr das, was es heute ist, gekoppelt an Boni, an Dienstwagen, an was auch immer das ist. Ja, ist ja manchmal auch eine Motivation, Führungskraft zu werden. Insofern glaube ich, dass sich da viel, viel verändern wird, aber ich glaube nicht, dass es weg sein wird. Vielen Dank. Danke dir sehr, oder wir danken dir sehr für deinen Impuls, der wirklich sehr inspirierend war und sich dann schon mehr aufgeladen hat, wie auch, glaube ich, gestern Abend schon Aufladung im Raum war, und jetzt gehen wir gleich über zu dem Doing. Also vielen Dank. Sehr, sehr gerne.